Ein herzliches Willkommen zu der nächsten Folge. Hier haben wir schon wieder Arbeitermangel, wie ihr sehen könnt. Ja, so ist das. Wollen alle nicht arbeiten. Großartige Neuigkeiten! Wir wissen nun, wie wir die Musketen bedienen können, die uns die Krone geschickt hat. Man muss den Abzug betätigen. Ach nee. Wir mussten einige Fehlschläge hinnehmen, bis wir darauf kamen, dass man dabei nicht in den Lauf schauen sollte, und verloren darüber einige gute Männer. Ja, Blödheit, ne? Militärfort freigeschaltet. So, unser Restaurant ist gleich fertig. Können wir das auch verbessern? Nee, erst im Kalten Krieg. Okay. So, ich würde gerne noch Zigaretten. Ich würde gerne noch Tabak anbauen. Tabak. Tja, natürlich nicht viel grünes Gelände. Prima. Hier hinten ist grünes. Da müssen wir erstmal unsere Leute dahinter schicken. Mal gucken, wie es mit Zucker aussieht. Ja, da sieht es eigentlich hier oben ganz grün aus. Dann würde ich nämlich hier oben gerne Zucker hinbauen. Dann bauen wir das so mal einfach so mitten rein. Weil dann können wir nämlich aus dem Zucker dann Rum herstellen. So, damit nicht alle Wege ganz gerade sind. Und hier ist eine Aufgabe. Präsidentin, die Welt hat sich verändert. Wir müssen eine trostlose Dystopie errichten. So etwas verspricht in der Zukunft den meisten Erfolg. Besitzen Sie zwei unterschiedliche Industrien auf der Insel? Ja, wir wollten ja eh Rum herstellen und Zigaretten, also dann passt das ja. Ah, nur bis wir so weit sind, bis wir das anbauen können, das dauert noch ein bisschen. Man muss ja erstmal die Plantage hier oben fertig werden und unsere Leute müssen hier hinterlaufen, damit wir die zweite Plantage machen können. Und dann müssen wir die Zigarettenfabrik und die Fabrik zum Rum herstellen bauen. Kann man jetzt nicht auch die Dinger hier? Ja, genau. Die würde ich jetzt alle verbessern erstmal, falls uns wieder Piraten oder was weiß ich uns angreift. Hatte ich nicht noch einen? Ja, hier. Na, ah, nein, das da hinten wollte ich. So, verbessern mit Maschinengewehr. Geht's hier voll ab auf den Türmchen dann. So, mal gucken, ob wir jetzt was zum Handeln haben. Milch und Fisch. Tabak, Kaffee, das haben wir alles nicht. Eisengold haben wir auch noch nicht. Stahl auch nicht. Wir haben hier nur Mais. Genau. Drei Bürger kamen Tropico an. So, müssen wir ab und zu mal gucken. Obdachlose 6. Verfügbare Jobs 8, arbeitslos 0. Wir brauchen mehr Leutchen, die hier arbeiten für uns. So. Lauft schneller. So, wie sieht's mit unserer Nahrung aus? Nahrung 53. Ja, das ist in Ordnung. Unterhaltung, Sicherheit, ja. Ja, bis die da hinten sind. Kaum haben wir unser Restaurant gebaut, dann macht das auch schon Profit. Haben wir noch Manager? Nee. Huch, ich wollte eigentlich die Kaserne andrücken. Nee, Taverne, nicht Kaserne.
Profit, der macht auch Profit. Ich saß neulich mit 3 anderen Wissenschaftlern zusammen und wollte eine Runde Skat spielen. Doch das klappte nicht so ganz. Also erfanden wir in unserer Genialität ein brandneues Spiel. Quartett! Yep. Effekt Managerfähigkeiten für Produktionsgebäude freigeschalten. Prima, prima. Präsidentin, die Welt hat sich verändert. Nee. Wir müssen dann... Oh, nochmal Öl. So, ich glaube, jetzt können wir hier hinten schon bauen. Was wollten wir? Tabak, gell? Ja. Ach, ich wollte das eigentlich nicht direkt da an das Ölding bauen. Da bauen wir es so. Huch, nein, der Stopp, das wollte ich nicht. Hier, Straßen. Wo ist die Straße? Da. Ja, an welche Straße binden wir das jetzt an? Machen wir so. Nee, das geht nicht. Dann binden wir es hier oben an die Straße an. Ich denke mal, wir müssen dann eh bald noch ein Transportbüro, weil wenn die von dort, müssen die den ganzen weiten Weg hier außen rum und bis hierher dann. Das wird zu lang. Aber unsere Zuckerrohrplantage ist fertig. Prima. Dann können wir jetzt auch das mit den Rum. Das können wir gleich daneben bauen. So, dann machen wir hier Priorität erstmal hoch, damit wir das fertig haben. Hier haben wir schon wieder keine Arbeiter. Wir laden jetzt mal einen Gastarbeiter ein. Weil uns fehlen hier wirklich die Leute. Arbeitslos 0. Verfügbare Jobs 16. Das kann nicht wahr sein. Es wollen irgendwie keine Leutchen zu uns kommen. Hier haben wir dann noch Gold und Eisen. Ach, und Kohle hat man ja auch gleich hier vorne. Ein Gastarbeiter kann man. Na, da haben wir schon mal wenigstens hier wieder einen Arbeiter. So, dann können wir die Plantage auch gleich verbessern. Und jetzt gucken wir mal hier unten, ob wir jetzt endlich was verhandeln können. Zigarren, ja. Aber wir haben ja noch keine Zigarren. Also noch nicht. Milch, na, da fehlt uns wieder der Ruf. Also nur Zigarren wären hier interessant. Aber dazu müsste erstmal unsere... nicht da hinten. Nicht da vorne, hier hinten das. Das müsste dazu erstmal fertig werden. Aber das scheint gleich fertig zu sein. Machen wir mal Priorität auch schnell hoch. Und von hier hinten dem auf normal, dass wir hier hinten das erstmal fertig kriegen, die 3% da. Und da kommt noch schon ein LKW gefahren. Ich hoffe, der bringt jetzt Baumaterial. Und hier noch einer. Und gleich noch einer. Hochbetrieb. Aber es tut sich nichts. 10.000 LKWs, die alle nur drehen. Ist doch keine Wendeschleife hier. Ha. Na. Also Leute, wegen den 3% jetzt hier aber. Los, zack, zack. Das kann echt nicht wahr sein. Das
so, Ruf, ja, wir haben noch 50-50, Unruhe, keine. 8 Soldaten haben wir. Ich glaube, Nahrung ist ein bisschen zurückgegangen. Müssen wir dann bestimmt noch einen Supermarkt oder sowas bauen. Gibt es Supermärkte? Ach, einen kleinen Laden können wir bauen, ja. Supermarkt gibt es ja später im Kalten Krieg, genau. Genau. Ach, hier oben wäre auch grün gewesen für den Tabak. Naja, jetzt haben wir es hier hinten. Auch nicht schlimm. Hier oben wäre nämlich auch grün gewesen. Aber das ist ja alles gar nicht schlimm. Aber es ist schlimm, dass die das Gebäude nicht fertig bauen. Also, was dauert denn für 3% so ewig lange? Aber auf Play haben wir ja. Präsidente, meine Karriere als Wettervorhersager ist am Ende. Ich habe allen einen warmen und sonnigen Tag versprochen. Und jetzt wütet ein Tornado auf der Insel. Ach nein, ein Tornado. Er macht alles kaputt. Das kostet uns auch wieder nur Geld. Naja, können wir jetzt nicht ändern. Und da ist schon das erste Gebäude kaputt. Ach man, was passiert überhaupt, wenn das Haupthaus kaputt geht? Ist dann das Spiel vorbei? Wieder aufbauen. Jetzt hat sich das Bild hier alles verstellt. So, wie sieht es jetzt hier hinten aus? Ah, unsere Plantage ist fertig. Welch ein Wunder. Das war Tabak, stimmt's? Dann bauen wir nämlich jetzt halt, nein, hier. Die Tabakfabrik daneben. So. Aber bei dem Gebäude machen wir die Priorität erstmal hoch. Oh, ich hoffe, der Tornado macht nicht noch mehr kaputt, weil wir nämlich jetzt gerade kein Geld haben. Ich hab's wieder drauf. Jetzt kann ich genau vorhersagen, wann Vieh, Hütten und Möbel auf die Insel herabregnen. Hier ist der Schadensbericht. Bürger getötet 4. Na toll, wir haben doch so schon wenig Arbeit, um jetzt noch mehr abzukratzen. Tja, Leute, heute Nachmittag wirbelt keiner am Strand rum. Vermutlich auch deswegen, weil niemand gegen den Wirbelsturm ankäme, der dort wütet. Passt auf euch auf, okay? Es will aber auch keiner was haben, was wir produzieren. Das ist doch alles Kacke hier. Kann ja wohl schwer sein. Aber Öl kann man, glaube ich, noch nicht anbauen, oder? Wo guckt man das? Luxus? Eine Schokoladenfabrik. Cool. Wo Ölbohrwerk? Ne, erst im Kalten Krieg. Aber ein Bergwerk könnte man dann so langsam bauen, wenn wir dann hier das fertig haben. ...67% sind ja schon fertig. So, unsere Bürger sind auch recht zufrieden mit uns. 71% ist nicht schlecht. Und jetzt scheint auch die Sonne wieder. Haben wir jetzt endlich mal Reiche? Oh ja, 1 von 4. Das ist doch cool. Wir, die Anführer der Nation von Tropico, unterzeichnen hiermit die erste Verfassung von Tropico, um damit dem Willen der Bürger Tropicos Ausdruck zu verleihen, alle Gesetze des Staates zu befolgen und die traditionellen Werte Freiheit, Frieden, Liebe, Freundschaft, Siesta und Schweizer Nummernkonten zu wahren und zu pflegen.
Perfekt, erhöht Unterstützung für Unabhängigkeit, erlaubt Verfassungsänderungen nach Unabhängigkeit. Ach, jetzt können wir aussuchen, Wahlrecht. Nur männliche Bürger wählen lassen, reiche Bürger oder alle Bürger? Da wir nur eine reiche Familie haben, wäre das ein bisschen Schwachsinn. Männliche Bürger wäre ein bisschen ungerecht, deswegen würde ich sagen, alle Bürger. Kirche. Religionsgebäude senken die Verbrecherrate in ihrer Umgebung. Ich mach das. Freiheitszufriedenheit steigt. Und Militär. Da machen wir keine Ausbildung für so, also Wehrpflicht. Jeder kann unterstützen. Ich hoffe, das war so gut. Lieber El Press, wenn so du das nächste Mal an der Verfassung arbeitest, könntest du dann einen Passus einbauen, nachdem jeder mindestens die Hälfte seines Einkommens in der Jolly Roger lassen muss? Das wäre mal ein wirklich fortschrittliches Gesetz. Ich danke dir schon heute, glorreicher Regent. Oh. Oh. Wir müssen langsam echt hier mehr verdienen. Wir haben nämlich nur noch 409. Das muss vorangehen. Na, unser Gebäude hier hinten ist ja auch gleich fertig. Dann können wir Rum herstellen. Und ich hoffe, es will irgendjemand haben, das muss exportieren können. Zu besseren Preisen. So, wie sieht es jetzt eigentlich aus mit unseren Arbeitslosen? Obdachlose haben wir 12. Arbeitslose 10. Offene Stellen 14. Also dürfte man dann noch 4 offene Stellen haben, wenn die Arbeitslosen arbeiten. Und wir haben 2 Manager. Die würde ich dann gerne erstmal gucken, was es so welche sind. Aufseher, Gebäudeeffizienz. Für Bergwerk und Ölgebäude. Also den Aufseher würde ich dann gerne. Obwohl, wo macht man den mal hin? Hier in so eine Rinderfarm. So, und jetzt ist unsere Rumfabrik fertig. Jetzt muss nur noch die Zigarrenfabrik fertig sein. So, jetzt hoffe ich, bitte, 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 lass irgendjemanden Rum haben wollen. Wie viel Glück wir haben. Aber ich mache jetzt hier Fisch, 2 Schiffe, los, Abmarsch. Das passt natürlich den Achsenmächten nicht, aber dann haben sie jetzt mal Pech. Wir müssen bestimmt auch bald Kasernen und sowas bauen, nicht dass hier uns wieder welche angreifen. Das mal gleich schon am Anfang hier jämmerlich versagen. Ah, automatisches Speichern. Tut mir leid, ich habe jetzt schon etwas länger nicht gespeichert. Die Alliierten überweisen ihnen 4.571. Es wurden 2.400 Zinsen für Trophikos Staatsschulden gezahlt. So, hier haben wir jetzt Industriegebäude, schon 1 von 2. Das zweite ist ja auch schon im Bau, aber noch nicht fertig. Ich weiß gar nicht mehr, wo man... Wo man? Diplomatie? Einladen? Nee, ich weiß gar nicht mehr, wo man seine Staatsschulden bezahlen kann. Verordnung? Ach, hier gibt es noch Verordnung. Bürger müssen für ihre Nahrung zahlen. Boah, wäre eigentlich schon nicht schlecht, ne? Forschung, Familienmitglieder, ist das hier vielleicht irgendwo? Irgendwo konnten wir doch die Staatsschulden bezahlen, oder irre ich mich da? Jetzt habe ich total einen Blackout. Hier konnten wir nur forschen. Hier war die Verordnung. Hier ist die Verfassung. Hier ist nur der Handel. Ja. Infrastruktur und Diplomatie. Puh, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir die Schulden bezahlen können. Ich bin mal wieder total planungslos.
Oder können wir das hier irgendwo machen? Arbeiter, Effizienz. Oh, das würde ich gerne machen, aber dann sind wir im Minus. Ersetzt die Elite in was? Infanterie des Blablabla. Durch Kommandotruppen. Naja, das würde ich gerne machen, aber das geht jetzt gerade nicht. Will jetzt vielleicht jemand endlich rum? Ja, rum, da haben es. Mindestens 80 Ruf. Toll. Zigarren würde gehen, aber es ist noch nicht fertig gebaut. Dann bringt uns das nicht wirklich viel. Also, bau mal bitte schneller. So und so schnell ging auch schon die Folge rum. In der nächsten Folge ist hoffentlich die Zigarrenfabrik dann endlich fertig. Und bis dahin, tschüss!